Freunde, seid gegrüßt. Hier ist MD Vegan. Und heute mache ich eine leckere Grünkohlsuppe. Ich hoffe, dass sie lecker wird. Es ist ja ein neues Rezept, das ich mir gerade ausgedacht habe. So ganz so spontan habe ich mir nicht ausgedacht. Na klar, weiß ich das mit Kokosnussmilch zum Beispiel. Die habe ich frisch gemacht. Ja, schöne leckere Kokosnussmilch. Lassen sich ausgezeichnet cremige Suppen machen. Der Geschmack der Kokosnussmilch ist sehr, sagen wir mal, harmonisierend. Er bringt sehr viele Bestandteile, wie zum Beispiel Grünkohl, mit denen man nicht so leicht, oder auch Brokkoli, die man nicht so leicht in der Suppe verarbeiten kann, bringt der sehr leicht in Harmonie. Ja, sehr angenehmer, cremiger Hintergrund, wie Sahne auch. Ja, wir kennen das aus der traditionellen Küche. Das kann man auch Sahne daraus machen übrigens, aus Kokosnussmilch, und zwar eine Sahne, die, sagen wir mal, nicht nur nicht in nichts nachsteht, der normalen Sahne, die wir aus dem Supermarkt kennen, sondern diese Sahne der Kokosnussmilch setzt sich hier oben ab, ja, nach sehr kurzer Zeit, ich habe gerade geschüttelt, deshalb, die kann man abschöpfen, und die wird viel feiner und leichter als Sahne von Kühen zum Beispiel, die ja relativ grob ist. Wir haben sie früher geliebt, zumindest viele von uns, beim Kuchen der Oma oder so, aber ich sage euch, probiert mal diese Kokosnusssahne aus, selbst gemacht. Ihr werdet sehen, es kann nichts schlagen. Die ist wirklich so gut, so fein, traumhaft. Allerdings ist ein bisschen Arbeit drin. Ich mache heute eine schöne Suppe, eine Grünkohlsuppe. Ich habe hier ein paar Kehlblätter, also Grünkohlblätter, habe ich klein gerupft, ohne Stiel. Dazu habe ich eine halbe Avocado, um die Suppe ein bisschen dicker zu machen. Und der Hauptbestandteil, meine Gewürze. Das ist hier einmal Pfeffer und Salz. Ich habe hier das Himalaya-Salz, das ich immer nehme. Und eine Mischung aus vier verschiedenen Pfeffersorten. Roten, schwarzen, grünen und weißen. Ich liebe diese Mischung. Sehr vielfältig. Und dann kommt noch ein bisschen Chili dazu, dass die Sache ein bisschen Feuer kriegt. Noch ein bisschen mehr eine andere Schärfe hinzukommt. Und Zwiebel- und Knoblauchpulver. Ja, eine ordentliche Menge. Einen Teelöffel und einen halben Teelöffel Knoblauchpulver. Ein Teelöffel Zwiebelpulver, einen halben Knoblauchpulver und ein schönes Stück Kurkuma-Wurzel. Ja, die ist sehr, sehr gesund und vor allen Dingen mit der Kokosnuss zusammen entfaltet die ihre volle Wirkung. Es gibt kaum eine starke gesundheitliche Wirkung wie bei dieser Kurkuma-Wurzel. Die gilt als eine der gesündesten auf der ganzen Welt. Hier sieht sie so aus, wenn sie jetzt zerbricht, sieht hier innen drin diese orangene Farbe, leuchtendes Orange. Sehr schön, ja. Ich habe ein bisschen herben, starken Geschmack, ja, sehr intensiv, nach Erde, sodass man sie nicht ohne weiteres so essen würde. Ja. Ingwer ist sehr scharf, ist aus der Ingwerfamilie. Die würde man auch nicht ohne weiteres so essen. Man kann mal einen Ingwer-Tee trinken, aber einen Kurkuma-Tee zu trinken, ich weiß nicht, das schmeckt nicht so lecker, ja. Mit Kokosnussmilch passt es sehr, sehr gut. Ich lasse mir hier die Grünkohl rein. Mit Kokosnussmilch geht es wohl sehr gut. Ist ja auch kein Wunder. Passt ja auch so gut. Das Kokosnussfett braucht der Körper, um das Kurkuma, das Kurkumin, den Wirkstoff, um Kurkuma überhaupt verarbeiten zu können. Zumindest für die Zwecke, die der Körper braucht, wenn er heilen will. Entzündung zum Beispiel und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich beginne und werde mal gucken, wie es schmeckt. Anfängt rund zu arbeiten, dann ist meistens auch die Sache schon gemacht. Oh, der hat eine sehr schöne Konsistenz, das sehe ich schon, gefällt mir gut. Nicht zu dick, Suppen sollen ja schon flüssig sein, aber auch schon ein bisschen cremig bleiben. Wow, das ist ein richtiger Hit, diese Suppe. Ganz viel Feuer hat die. Ich gebe euch mal ein Schälchen hier. Wow, schmeckt die super. So fließt die, so schön fließt die. Ja, meine Grünkohl-Kurkuma-Suppe. Ganz, ganz was Feines. Wirklich. So einfach und so lecker. Schön zwiebelig, schön knoblauchig. Im Hintergrund der Kurkuma sehr stark, aber trotzdem, also er
sozusagen umfängt das Ganze nur so mit einem großen Mantel sozusagen. Also er ist nicht sehr im Vordergrund, aber er ist sehr stark im Hintergrund. Also toll, finde ich eine tolle Kombination. Und die ist super gesund durch den Kurkuma und der Kokosnuss. Und übrigens der schwarze Pfeffer, der wirkt übrigens auch auf den Kurkuma so, dass der Körper den richtig verarbeiten kann. Also ein ganz tolles Rezept. Und ich werde als Einlage, werde ich nur einen Rest von Avocado, werde ich klein schneiden und auch ein bisschen Chili oben drauf streuen. Da könnt ihr erfinderisch sein. Das macht sehr Spaß, wenn man Spaß, wenn man eine Suppe hat und dann so eine Einlage dabei hat. Und ein bisschen was irgendwie zum Beißen hat, ja, ein bisschen Avocado, passt ganz toll dazu. Okay, Leute, abonniert meinen Kanal, wenn ihr jeden Tag ein neues Rezept haben wollt. Ich würde mich sehr freuen, dann können wir zusammen auch über diese Entwicklung bei diesen neuen Rezepten, können wir darüber sprechen und uns austauschen. Denn es ist eine Art Kochschule, bei der ich selber kochen lerne und ihr auch kochen lernen könnt. Wir können ja alle schon kochen, gewisserweise, aber man kann das dadurch ein bisschen verfeinern und systematisch ausbauen. Vor allen Dingen, was ich so toll daran finde an der Methode, jeden Tag ein neues Rezept zu machen, dass es wirklich mit einer bestimmten Art zu kochen, ja, selbstverständlich wird. Also ich mache wirklich jeden Tag mir was Neues, was völlig Neues, was ich vorher noch nicht gemacht habe, ja, was ganz Neues. Und weil ich eben auf eine bestimmte Weise vorgehe, ich nehme einfache Zutatenmengen, so 2-3 Zutaten, meistens ist es ein Saft oder sowas oder ein Smoothie, und daraus entwickeln sich dann bestimmte Geschmackskombinationen. Ich teste, welche Geschmäcker passen zueinander. Und dann kommen am späteren Tag dann leckere Rezepte raus. Also von richtigen Hauptgerichten, Suppen, Salaten, Dressings und so weiter, bis zu Desserts, weil ich eben verstehen lerne, wie diese einzelnen Zutaten zueinander passen. Da fange ich ganz sozusagen bei Null an, ja? Bei der kleinsten möglichen Menge. Okay? Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht, wenn ihr da beteiligt, den Kanal abonniert. Und bis dahin sage ich auf jeden Fall ciao, schöne Zeit.